messieurs, dames, c'est un heure sacre de la Chorale Profane. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Podcast. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Weil es Probleme gab, die letzte Folge hochzuladen, ist diese Folge sehr kurz. Im Wesentlichen möchte ich den letzten Abschnitt kurz zusammenfassen. Das Buch heißt La Révolution de la, La France de la Révolution et de l'Empire, Quadrige Manuel von PUF, P-U-F. Kommt aus dem alten Montpellier aus Mayenne und jetzt, das ist Premier Rue du Docteur Sauvé aus Mayenne. Ich benutze das Buch, weil ich momentan hier in der Musik nicht weitermachen darf, hier in der Wohnung. Ich darf hier keine Musik machen. Ich finde das sehr schade. Ab 1. Mai darf ich wieder mit Musik hier in der Wohnung anfangen. Mal gucken, wie lange das hält. Ich habe mich deshalb diesem Buch zugewandt und wie gesagt, La France de la Révolution et de l'Empire, l'Ancien Régime, das alte Regime, und es ging um den König, den absoluten König. Das ist die Seite 2 und die Seite 3. Le roi de France est un monarque absolu de droit divin. Das heißt, das Recht kommt von Gott. Das ist eine Idee der Aufklärung. Es gibt da bei Kant zum Beispiel die Idee des kategorischen Imperatives: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Es ist immer der gleiche Imperativ oder es, der unterschiedlich formuliert wird, und irgendwann kommt man dann drauf, dass es verschiedene kategorische Imperative gibt. Das steht auch so im Buch drinnen, das wird aber explizit am Anfang so nicht gesagt, sondern es kommt dann im Verlauf des Buches dabei raus, und damit wird auch ein Bildungsgang im Buch beschrieben hin zu menschlichem Handeln, aufgeklärten menschlichem Handeln. Deshalb ist die Metaphysik der Sitte von Kant so wichtig zum Beispiel. Und dieser Urfunke, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, in einer etwas anderen Formulierung, ist auch der erste, der kategorische Imperativ, der vom lieben Gott kommt. Das hat Kant auch so gesagt. Und vom lieben Gott kommt halt auch das Recht des französischen Königs. Deshalb ist das mit dem Absolutismus von Ludwig XIV. Auch im Zuge der Aufklärung gewachsen. Und es gibt hier ein Zitat zu Sa volonté et la loi, c'est légal parce que je le veux. Ist von Ludwig XVI. In Orléans gesagt worden. Die Idee, der französischen Revolution keimt dann im Jahre 1748, dem Jahr der kleinen deutschen Revolution in der Paulskirche bei Frankfurt. Die Idee war so stark, dass die im Jahr ihrer Veröffentlichung mit zu dieser Revolution geführt hat, die friedlich beendet worden ist. Es war gelenkt und mittlerweile, so wie ich das mitbekommen habe, sind sich Archivare und Historiker in der Deutung einig, dass l'esprit de loi und diese Revolution in Deutschland zusammen gehören, und es ist die Gewaltenteilung
sa théorie des trois pouvoirs, seine, l'esprit de loi, seine, das, ihre Theorie der drei Gewalten, l'exekutiv, legislativ et le judicaire, die Exekutive, die Legislative und die juristische, die Judikargewalt. In der Literatur findet man dazu auch ein Zitat von Rousseau, der beschreibt das Ideal, das in Großbritannien gelebt wird, Checks and Balances, le prince n'y a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit par la raison, qui son pouvoir est contrôlé et borné par un autre. Und hier die Idee von Checks and Balances ist, que son pouvoir est contrôlé et borné par un autre. Es ist beschrieben worden in Le Contrat Social, nicht die Verträge, sondern Le Contrat Social, der eine Vertrag. Nimmt auch solidarisches Handeln voraus, was hier steht. Ein Stück weit. So, das ist die Idee, die französische Revolution beflügelt hat, die Teilung der Gewalt in drei Gewalten, die voneinander getrennt werden müssen. Auf Seite der Politik gibt es zwei handelnde, Ministre du Roi Maupeou, und der andere ist Turgot ist, glaube ich, auch Ministre du Roi gewesen. Das ist 1771 und 1774. Turgot hatte aber auch noch andere Aufgaben. Ich habe jetzt kein entsprechendes Wörterbuch der Klassik hier, ansonsten könnte ich nachgucken. Oder kein Lexikon der Klassik. Da gibt es bei Maupeou geht es um die Ernennung von Richtern, was die Judikative als Gewalt unabhängiger machen sollte. Und bei Turgot geht es um wirtschaftliche Reformen, die kamen ein bisschen später. Da gibt es auch ein Zitat zu, was ich noch vorlesen möchte. Tout système disé les remontras du Parlement le 4 mai 1776 qui sous une apparence d'humanité et bienfaisance tendrait dans une monarchie bien ordonnée à établir entre les hommes une égalité de devoir et à détruire les distinctions nécessaires amènerait bientôt les désordres suite inévitable de l'égalité absolue et produirait la révancement de la société. Also diese Gesellschaft sollte durch eine Verbesserung der Wirtschaft auch besser werden. Das ist die Idee von Turgot oder das, was Turgot zugeordnet wird. Ich weiß nicht, ob die Idee von ihm ist. So, das Ganze führte dazu, dass es am Hof zu Konflikten kam. Das ist in der Zeit von Louis dem 16. gewesen, und die erste, die weggegangen ist, ist Marie Antoinette gewesen. Il ne trouva pas auprès de son épouse Marie Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche,
les conseils nécessaires. La reine prit le parti de la cour contre les réformes. So. Die hatte also Probleme mit den Reformen und die hat Versailles verlassen. Ich glaube, die ist nach Paris ins Stadtschloss gegangen. So viel zu dem Abschnitt Le Roi in l'Ancien Régime, dem alten Regime. Der nächste Abschnitt ist dann Le Gouvernement in l'Ancien Régime und dem werde ich mich morgen zuwenden. Also, tschüss.